Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Mondmagie am 8. Juni 2018. Es nähert sich die Sommersonnenwende. Und in diesem Tag werde ich ein Ritual vorführen und es geht um Wunscherfüllung. Mein Ziel ist, damit eine Wende kommt in unserem oder in euren Leben. Seid ihr herzlich eingeladen auf diesem Wunscherfüllungsritual. Alles ist kostenlos, ihr seid frei, fühlt euch frei und ihr habt keinerlei Verpflichtungen. Wichtig ist, dass ihr euren Wünschen aufschreibt und per E-Mail mir sendet und dann seid ihr ein Teil bei diesem Wunscherfüllungsritual. Ich werde alle E-Mails beantworten, weil ich behandle das alles individuell und ich teile auch den Zeitpunkt mit, wann genau dieser Ritual beginnt, damit wir energetisch in Verbindung sind. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Bitte dazu schreiben Wunscherfüllung oder Sommersonnenwende und wie ich schon sagte, ihr bekommt von mir eine Antwort und dann tauschen wir aus und ich gebe Anweisungen, worauf sollt ihr achten und natürlich die Zeitpunkt, die genaue Zeitpunkt. Mondmagie. Die Tageshoroskopen nehme ich extra auf und dort beschreibe ich, was ist zum Erwarten bei einzelnen Tierkreiszeichen. Und die Mondmagie ist eine Ergänzung, welche Einflüsse kommen von Sternen und wie ist die Mondbewegung, wo können wir energetisch arbeiten, welchen Halbedelstein passt zu diesem Energie, wie können wir die Steine entladen und wie können wir das auch aufladen. Apollo, der Sonnengott, besucht gerade die Tierkreiszeichen Zwilling. Apollo fühlt sich auch sehr wohl in Tierkreiszeichen Zwilling und der König über diesem Königreich ist nichts anderes als Hermes, der Götterbote, und begrüßt natürlich sehr freundlich unserem Sonnengott Apollo. Die Gespräche sind vorbei. Aber es ist immer noch dieser Bedürfnis da, etwas zum Klären, etwas ins Licht zu bringen und die Wahrheit. Besonders die Zwillingsgeborenen und die Wagengeborenen und die Wassermanngeborenen möchten die Wahrheit wissen. Sind klärenden Gesprächen. Das unterstützt auch die Widergeborenen und die Löwengeborenen. Sie haben auch die Möglichkeit, gerade etwas zum Klären oder einen wichtigen Termin ausmachen oder einen Vertrag unterschreiben. Die Schützengeborenen sollen aber nicht warten, sondern den Kontakt aufbauen. Es ist jemand da, der auf eine Nachricht wartet. Also die Schützengeborenen sollen aktiv sein und die Gespräche, die Kontakte suchen. Die Liebe. Die Liebesplanet ist Venus. Und es ist nichts anderes als Aphrodite, die Liebesgöttin. Astrologisch könnten wir sagen, dass die Liebesgöttin Aphrodite bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Krebs. Die Tierkreiszeichen Krebs gehört zum Wasserelement und natürlich das fühlen wir. Und damit haben Glück die
Krebsgeborenen, die Skorpiongeborenen, aber auch die Fischengeborenen. Diese Liebesenergie hilft auch die Stiergeborenen, aber auch die Jungfraugeborenen und die Steinbockgeborenen sollen nicht nur warten, bis jemand Interesse zeigt oder Gefühl zeigt, sondern entgegenkommen, öffnen für die Liebe. Es gibt ein besonderes Stern im Himmel und dieser Stern heißt Pollux. Und Pollux bestrahlt Aphrodite. Und das hat eine Botschaft und das vermitteln die Zwillinge. Bei diesem Pollux befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge. Dann könnt ihr fragen, was sucht ein Stern von den Tierkreiszeichen Zwillinge hier im Krebs? Die Antwort ist ganz einfach. Die Tierkreiszeichen sind unterschiedlich groß und sie verschmelzen miteinander und Venus läuft 4 Grad südlich Pollux vorbei. Mit anderen Worten, Pollux hat einen Einfluss auf diese Liebesenergie. Wer ist dieser Pollux? Dazu gibt auch eine Geschichte. Es gab einmal eine wunderschöne Königin Leda. Und der Himmelsgott Zeus liebte schöne Frauen und verführte Leda. Und Leda wurde schwanger. Aber die Geschichte war gar nicht so einfach, weil Leda war verheiratet mit dem König von Sparta. Und abends kam der König nach Hause und Leda wurde von dem König aber auch schwanger und gebar die Zwillinge Castor und Pollux. Castor war der Sohn von dem König und Pollux war der Sohn von Himmelsgott Zeus. Also Castor hat eine menschliche Abstammung und war sterblich. Und Pollux hatte eine göttliche Abstammung und war unsterblich. Die beiden Zwillingen waren sehr innig miteinander verbunden. Und wo dann Castor am Sterben war, Pollux hat es nicht über die Herz gebracht und ging zu seinem Vater Zeus und sagte, ich möchte auch sterben, weil ich lasse meinen Zwillingsbruder da nicht alleine. Und das hat Zeus berührt und dachte, ich helfe für die beiden. Und Zeus hat die beiden Zwillinge unsterblich gemacht und sie leuchten ganz hell im Sternenhimmel und die sind die Hauptsternen, die Tierkreiszeichen Zwillinge. Und damit zeigen die Tierkreiszeichen Zwillinge den Weg zum Schöpfer, den Weg zum Schöpfung, den Weg zum Gott. Weil wir sind ein Teil von der Schöpfung. Und das ist die Botschaft, was die Zwillinge für uns alle vermitteln. Und wenn schon Pollux, also das Göttliche, bestrahlt die Liebesplanet Venus, also Aphrodite, dann hat eine wichtige Botschaft die Verbindungen. Verbindungen zum Gott, die Verbindung zu unserem Seele und die Verbindung zu unserem Seelenpartner, weil immerhin bei Venus-Energie geht es um die Liebe. Einfluss kommt auch von den Tierkreiszeichen Fischen und Tierkreiszeichen Skorpion, verbindet sich die drei Wasserelemente und es ist eine starke, fließende, schöne Liebesenergie. Wo haben wir Themen, was wir bewältigen sollen? Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Widder und steht in Verbindung zum Chiron, zeigt, was uns wehtut oder was uns kränkt oder die Krankheit. Und da brauchen wir Heilung. Das tut erstmal weh,
aber es ist wichtig, diesen Heilprozess. Und bekommt auch einen Einfluss von Baten Kaitos. Und dieser Baten Kaitos, dieser Stern, befindet sich im Sternbild Walfisch, hat auch eine Botschaft. Einflüsse von außen, erzwingende Ereignisse. Jemand versucht uns etwas aufzwingen oder befehlen. Aber ohne Angst sollen wir da Nein sagen. Und Angst sollen wir verlieren, damit eine Heilung kommen kann. Da gibt es auch eine Geschichte. Es gab eine Königin namens Cassiopeia. Und Cassiopeia prahlte überall, dass ihre Tochter Andromeda sei die Schönste. Sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Und die Meeresjungfrauen haben sich bei Poseidon, bei Gott des Meeres, beschwert. Und Poseidon wurde zornig. So was gibt's doch nicht. Und schickte den Walfisch ins Königreich, die prahlende Königin zu bestrafen. Dieser Walfisch dachte, warum sollte ich das machen, was Poseidon sagt? Ich habe meine eigenen Gedanken. Und nahm die Königstochter Andromeda und fesselte in Felsen. In der Nähe war die furchterregende Medusa. Und von Medusa, von diesem Anblick, hat jeder Angst bekommen. Andromeda hatte auch Angst. Bis dann Perseus kam mit seinem Schwert und trennte den Kopf von Medusa und befreite Andromeda von diesem Fessel. Die beiden haben sich auch verliebt und dann kam ein Pferd, ein besonderes Pferd, Pegasus. Bei diesem Pferd könnte auch fliegen. Und diesem geflügelten Pferd, mit diesem geflügelten Pferd sind die beiden davon geflogen. Und diese Geschichte hat auch eine Botschaft. Gerade bei Heilung ist wichtig, Angst loszulassen. Und der Einfluss von Baten Kaitos sagt aus, wenn jemand und versucht, etwas zu befehlen, wir müssen das nicht tun, wir können auch mal Nein sagen. Welche Einflüsse haben wir noch? Das ist das Loslassen. All das, was uns hindert, sollen wir verabschieden und das ist die Pluto-Einfluss. Pluto oder Hades herrscht über unserem Unbewussten und steht in Verbindung zu unseren Träumen und Wünschen. Und unsere Träume und Wünsche gehen in Erfüllung, wenn wir in der Lage sind, all das loslassen, was uns dabei hindert. Oft sind das unsere eigenen Gefühle wie Zweifeln an unseren Träumen. Die heutige Mondbewegung gibt uns frische Kraft. Vitalität. Wir finden auch die innere Balance. Und das läuft ganz gut, wenn wir unsere Ängste loslassen. Unsere Ängste und unsere Zweifel. So kommt alles in Bewegung. Heute erleben wir Großzügigkeit oder ein Geschenk oder ganz liebevolle, nette Kontakte. Im heutigen Tag empfehle ich die halbe Edelstein grüne Fluorid. Dieser grüne Fluorid, einer von den wichtigsten Heilsteinen, besonders bei Knochenschmerzen oder Knochenerkrankungen, hilft bei Konzentration, gibt uns Klarheit und Ordnung. Ordnung in unserem Leben oder hilft dabei, bei Neubeginn oder etwas Neues gestalten. Dieser grüne Fluorid hilft auch, unterdrückten Gefühlen wahrnehmen und intuitiv handeln und stärkt die Liebe und Freundschaften. Wir sollen die grüne Fluorid einmal in die Woche mit lauwarmem fließendem Wasser entladen oder mit Hämatit entladen und mit Bergkristall oder mit Sonnenkraft und Mondenergie
aufladen. Die heutige Mondenergie, was natürlich die Mond einflusst, gibt auch diese Kraft für diesen Stein. Die heutige Mondeinfluss ist, hilft bei Neuanfang und bei Heilung. Also das sind die Themen. Und mit diesem Mondenergie aufladenden Stein unterstützt uns bei Heilung und bei Neuanfang. Und die Sonnenkraft hilft dabei, dass wir klärenden Gesprächen führen können. Das heißt, diese Halbedelstein entladen, paar Stunden in die Sonnenkraft aufladen und über Nacht natürlich bestrahlt die Mond und damit ist auch mit Mondenergie aufladen. Und das war meine heutige Mondmagie. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.